Boah, Alter, meine Gelenke tun so weh, ne? Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Oh, scheiße, Alter. Ich hab mir, glaube ich, den Ellbogen verballert, ey. Und jetzt kann ich irgendwie bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr trainieren, ey. Oh, das muss irgendwie trotzdem gehen. Gelenkprobleme bekämpfen durch Zissus. Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Viele haben mich angesprochen bezüglich Zissus. Gelenkprobleme hier, Gelenkprobleme da, auch unter dem Gelenkbeschwerden-Video. Wie Zissus wirkt, was Zissus ist, das wollen wir in diesem Video mal ein bisschen behandeln. Und zwar ist Zissus eigentlich eine indische, ayurvedische, was auch immer, irgendeine alte Heilpflanze von damals noch. Und die wurde halt auch bei dem ein oder anderen Wehwehchen oder auch größeren Problemchen eingesetzt. Ja. Das Ding ist, die ist voller Ketosteroide. Also für die Leute, die nicht wissen, was Ketosteroide sind, da, an so einem Steroid hast du ein paar Bindungsstellen und wenn du da einen Ketonkörper ranhängst, also Keton quasi, dann hast du ein Ketosteroid. Das beste Ketosteroid oder das, was eigentlich so jeder kennen sollte, ist das Pregnenolon, also die Vorstufe von quasi all euren Sexualhormonen. Ja? Und naja, das ist halt die Vorstufe und, na, und so sind halt auch diese Ketosteroide in diesem Zissus quasi eine Vorstufe von irgendwelchen bioaktiven Sachen, die dann halt in eurem Körper irgendwas bewirken können oder halt auch nicht. Das heißt jetzt nicht, Zissus ist ein Testosteron-Booster oder was weiß ich, ey, irgendwas, was euch hier zu Gains des Todes verhilft und ihr morgen aussieht wie Ronnie Coleman. Nein, Steroide haben halt auch unterschiedliche und andere Sachen in eurem Körper zu tun, als nur jetzt irgendwie für die Gains des Todes zu sorgen. So, kommen wir da jetzt mal zu den Wirkungen von Zissus. Vorneweg gesagt, es geht hierbei nur um die Gelenkbeschwerden. Also Zissus, ich zähle jetzt noch ein paar Wirkungen auf, so. Da gehe ich aber in diesem Video nicht gezielt drauf ein. Das heißt, wenn ihr jetzt Probleme habt mit Furunkeln, Hauterkrankungen, Geschlechtskrankheiten, Menstruationsproblemen, Knochenschwäche, Knochenbrüche, Wurmerkrankungen, keine Ahnung, so, das sind halt alles so Wirkungen, könnt ihr ja mal googeln, so Zissus quadrangularis. Da habt ihr halt einen Haufen irgendwie, wo es wirkt. Ja, also es wirkt halt quasi antiinflammatorisch, also das heißt, es zieht Entzündung raus so. Und es wirkt wohl durch diese ganzen Ketosteroide nochmal dadurch, dass es die Kollagensynthese fördert. Ja, also das heißt, für die Leute, die dann halt Testo unterstützt sind, so, also das heißt, so diese ganze Testo-Geschichte ist ja negativ für die Kollagensynthese. Ich habe es ja auch im Gelenkbeschwerden-Video schon mal gesagt. Auch die Leute, die mich angeschrieben haben, so, ich habe es ja auch da immer schon mal erzählt, so, ja, ich will hier meine Gelenke mit Testo wieder klarkriegen und so, ist eine ganz doofe Idee. Testo in supraphysiologischen Dosierungen reduziert die Kollagensynthese bis zu 90%. Das heißt, so viel wie der Nachbau von eurem Knorpelgewebe und so weiter und so fort wird reduziert. Das ist halt auch der Grund. Wenn du dann natürlich noch schwer trainierst, so reibst du das schneller auf. Das heißt, du hast viel schneller Gelenkbeschwerden, weil es zum einen schwächer nachproduziert wird und zum anderen halt stärker abgerieben wird. So, auf jeden Fall Ketosteroide in dem Ding. So, wir gehen hier jetzt nur auf Gelenkbeschwerden ein. Fakt ist, es hilft auch bei Knochenbrüchen so. Und diese Studie der Knochenbrüche lässt mich darauf schließen, dass die Kollagensynthese erhöht wird. Und zwar dadurch, dass es in allen drei Phasen der Knochenheilung ansetzt so, das ist halt zum einen in der ersten Findungsphase, Fibroblastenphase, in der zweiten, also wenn so ein Knochen durch ist, ne, muss ich ja erstmal wieder so, die zwei Stücke müssen sich ja irgendwie wieder zusammenfinden, so Fibroblastenphase. Dann die Kollagenphase, das heißt dieser Bereich, wo das dann halt schon wieder so quasi ein Knochen ist, ne, aber nur durch Kollagen zusammengehalten wird, wird quasi auch gestützt so, und das ist halt der Umkehrschluss, weswegen die Gelenke halt tatsächlich geheilt werden und nicht nur wie bei Glucosamin beispielsweise nur die Entzündung so ein bisschen reduziert wird, aber letzten Endes nichts geheilt wird. Das heißt, sobald man den Entzündungshemmer wieder rausnimmt, geht die Entzündung natürlich wieder von vorne los und die Gelenkschmerzen fangen wieder an. Und in der dritten Phase, der osteochondrialen Phase, also das heißt, wenn der Knochen aushärtet, hilft es quasi auch. Ja, also das heißt, die sind, glaube ich, hingegangen und haben in dieser Studie, hat jetzt nichts mit diesem Video zu tun, aber die haben die Heilungszeit von so einem Knochen irgendwie um ein Drittel reduziert. Ja, also nur durch die Gabe von Zissus. Ja, und das ist natürlich schon krass. So, kommen wir doch jetzt mal zu den tatsächlichen Gelenkbeschwerden, also das, worüber dieses Video gehen soll. Zissus wurde in der Studie getestet, über 8 Wochen an 30 trainierenden Männern. Und das ist auch immer noch mal so ein Punkt, wenn du halt immer so Studien hast, so an, das ist so Muskelaufbaustudien, so an irgendwelchen untrainierten Leuten, die die ganze Zeit nur zu Hause saßen und so. Natürlich bauen die mehr auf, als wenn du jetzt irgendwelche Sportler nimmst, die halt sowieso schon
an ihrem genetischen Maximum sind. Ne? Also die bauen natürlich einen Scheiß auf, wenn du denen jetzt irgendwelche Supplemente gibst. Also diese Studie wurde tatsächlich an trainierenden Männern im Alter von, lass mich lügen, Ende 20 bis, glaube ich, Mitte 40 durchgeführt. Und da war halt einfach so, die hatten ihre Gelenkbeschwerden. Und das wurde halt auch nach WOMAC, also WOMAC, das ist so ein Arthritis-Index quasi aus den Staaten, so ein Fragebogen, wo du halt auf so einer Skala von 0 bis 20 ankreuzen musst, so, also mehr als eine Frage, haben Sie Schmerzen? Ja, nein, vielleicht. Sondern du wirst halt tatsächlich ausgefragt und das Ding wird nachher ausgewertet, ist standardisiert und dann kommt da tatsächlich raus, am Ende, okay, der hat Schmerzen und wenn er den Test dann nochmal macht und der mehr Schmerzen hat, dann hat er auch mehr Schmerzen und er hat auch weniger Schmerzen, wenn er weniger Schmerzen hat. Also du kannst diesen Test halt nicht mal ebenso bescheißen, ja? Das muss man dazu sagen, ist halt durch ein standardisiertes Maß. Weil wenn du jetzt hingehst und sagst so, hier, nimm mal jetzt 8 Wochen lang das, das hilft gegen deine Gelenkbeschwerden, dann prophezei ich euch, dass in 50% der Fälle am Ende die Leute sagen, ja, ist besser geworden. Einfach Placebo-Effekt. Ja, wir haben es ja schon tausendmal bei allen möglichen Wundersupplementen durch. Placebo-Effekt ist ein Wunderwerk des menschlichen Körpers. So, ich wette, mit Placebo-Effekt kannst du auch Krebs bekämpfen. Ja, so, jetzt hier nicht wieder drauf festnageln, aber das ist halt ein sehr, sehr starker Effekt. Und bei Cissus wurde es halt tatsächlich mit diesem standardisierten Protokoll da von dieser Eulen Arthritis-Index da durchgenagelt. Und dann sind die zu dem Schluss gekommen, okay, der Scheiß bringt tatsächlich was. So, wird das jetzt natürlich so stark sein wie eine Kombination aus Wachstumshormon und Boldenon? Ich glaub mal eher nicht, aber dafür ist es halt auch kein Medikament. Und ich sag mal, im Normalfall braucht man halt so eine Kombination aus Wachs, Boldenon, Anava, was weiß ich, den ganzen Dinger nicht, um seine Kollagensynthese wieder nach oben zu schrauben. Aber ich denke, der ein oder andere, der schon mal tatsächlich über chronische Schmerzen geklagt hat oder wenn eine Belastung, also eine Schmerz unter Belastung nicht weggeht und so weiter und so fort, der weiß dann auch, okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja? Anders wird es sein, also man muss dazu sagen, Cissus hat zum einen diesen antiinflammatorischen Effekt, das heißt, es zieht eine Entzündung raus. Und zum anderen halt diese Kollagensynthese, ne? Also den Aufbau der Kollagensynthese. Ich persönlich habe für mich jetzt keine Probleme mit Belastung von irgendwelchen Gelenken. Bei mir ist es ja nur die Schulter und da ist es halt die Supraspinatussehne gewesen, immer noch ein bisschen oder so. Und da ist die Problematik, wenn du eine Supraspinatus-Infraspinatus-Geschichte hast, dann hast du meistens so oben das Schulterdach und dazwischen hast du einen kleinen Hohlraum. Und wenn diese Sehne dazwischen läuft so und im Prinzip das Loch zu klein ist, ja, dann scheuert die quasi die ganze Zeit. Und das ist halt der Grund, weswegen normalerweise dann halt eine Operation in Frage kommt, wo du halt dann vom Schulterdach so ein Stück weg fräst quasi mit so einem chirurgischen Fräser und dann hat die Sehne mehr Spiel und kann da drin laufen und kann sich dann halt wieder erholen. So, dazu dann halt nochmal so, es gibt halt solche Sachen wie Entzündungshemmer, zum Beispiel Glucosamin ist so ein Ding. Bei Glucosamin wurde nachweislich nachgewiesen, dass es die Kollagengeschichte nicht erhöht. Also das heißt so viel wie, es ist dann auf doof ein Schmerzmedikament. Also das heißt, wenn du tatsächlich Schmerzen drin hast, so, ja, jetzt sagt wieder, ja, ist doch geil, wenn die Schmerzen weg sind, aber ist es nicht. Jetzt ziehst du quasi die Entzündung raus. Das heißt, die Schmerzen gehen weg, du trainierst weiter schwer, progressiv, geht immer weiter hoch, keine Ahnung. Das Ende vom Lied ist, du reibst dir natürlich dann das Kollagen runter, also die Knorpelmasse in eurem Gelenk, und dann ist das irgendwann auf. So, und dann kannst du das Glucosamin hochdosieren, wie du willst, so, da wird nichts weiter passieren, weil es halt diese die Kollagensynthese nicht anregt. Gerade bei den unterstützenden Athleten muss man auch sagen, ich sage ja immer Gummibärchen nach dem Sport. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gesprochen, aber da drin ist Glycin. Glycin ist halt diese Aminosäure, die dafür zuständig ist, dass euer Knorpel aufgebaut wird. Es bringt euch aber immer relativ wenig, wenn ihr den Baustoff da habt, aber keine Bauarbeiter. Und gerade wenn ihr dann Testosteron unterstützt seid, vielleicht auch hoch und vielleicht auch lange, keine Ahnung so, und ihr tatsächlich nur noch 10% eurer ursprünglichen Kollagensynthese habt, dann könnt ihr euren Körper mit Glycin zuscheißen, dann könnt ihr ein ganzes Tag Beef-Protein fressen und ihr werdet trotzdem eure Gelenke nicht heilen, einfach, weil wie? Ja, also das ist quasi so, als wenn du ein Haus bauen willst, keine Bauarbeiter da sind und du stellst jeden Tag eine neue Palette Ytongs davor. So, da hast du natürlich nachher ein Haus aus Ytongs, aber euer scheiß Haus wird nicht fertig. Ja? Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da muss man dann halt wieder ansetzen und sagen, okay, wie funktioniert was und so weiter und so fort. Ja, und das ist dann halt das, wo man dann sagt, okay, ist dann halt vielleicht so ein Wachstumshormon sinnvoll oder ist dann halt vielleicht so ein Anava sinnvoll oder so, ne, irgendwie sowas. Natürlich sind die Sachen immer grundsätzlich nicht dafür da, um irgendwelche Gelenke zu heilen. Es geht hier immer noch um einen Missbrauch von Medikamenten oder einen Off-Label-Use. Ja, also das heißt quasi etwas zu benutzen, wofür es nicht gedacht ist. Ja, machen einige Ärzte.
wenn tatsächlich gar nichts mehr geht. Und ja, aber letzten Endes, wenn man dem vorbeugen kann durch solche Sachen wie Zissus, warum nicht machen? Ja, das ist halt dann wieder dieses Dings. Klar, Ketosteroide ist natürlich immer wieder so eine Geschichte. Was haben die für einen Einfluss? Was haben die für einen negativen Einfluss? Einfluss haben wir ja jetzt klar. Also kommen wir jetzt mal zu den Nebenwirkungen. Was sind denn die Nebenwirkungen von Zissus? Ja, und bei den Nebenwirkungen von Zissus sind wir dann bei Sachen wie Kopfschmerzen, Blähungen, Durchfall, so Magen-Darm-Problematik generell. Also jetzt nicht so viel, wo man sagen würde, das ist jetzt so, ne, so. Also Kosten-Nutzen ist da in einem Verhältnis. Ja, es funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass es an Ratten, ich weiß, was ich von Rattenstudien halte, aber an Ratten getestet wurde, wenn du das hochrechnest, bist du bei der hundertfachen Dosierung, sind noch keine negativen oder keine groben, gravierenden negativen Effekte aufgetreten. Also nichts, was jetzt anzeigenswert wäre, außer hier Blähung, Durchfall, bla bla bla. Wo man sagen müsste, Achtung, ist nicht, darf man nicht verwenden. Ja, also bei der hundertfachen der normalen Dosierung. Ja, und das gilt halt als Mann. Bist du so, ja, oder als Mensch, sag ich mal, bist du bei 2,5 Gramm bis 5 Gramm pro Tag. Das heißt, ja, 500 Gramm davon wird wohl keiner fressen. Ja, so, also jetzt mal im Umkehrschluss. Und selbst wenn man 500 Gramm frisst, dann hat man da noch keine gravierenden, schlimmen, was auch immer, Nebenwirkungen. Nichtsdestotrotz, man sollte jetzt nicht sagen, einfach auch vor dem Kosten-Nutzen-Effekt, die therapeutische angesetzte Dosierung war in dieser Studie 3200 Milligramm, also von 2,5 bis 5 ist ja so eine Spanne, wo ich sagen würde, kann man sich antun. Es ist unsinnig, sich jetzt 50 Gramm am Tag reinzuzwirbeln. Ja? Ihr wisst das, es gibt wieder solche Sachen, es gibt jetzt nicht nur Androgenrezeptoren, sondern es gibt auch andere Steroidrezeptoren so. Und wenn ihr natürlich jetzt einfach immer weiter Ketosteroide reinfeuert und ihr halt nur drei Rezeptoren habt so und da 5000 Schlüssel ankommen, so 5000 Hormone in dem Fall, dann bringt euch das nichts. Ja, die werden verarbeitet und gehen dann raus. Also das heißt, ihr könnt euer Geld dann auch gleich direkt in die Toilette spülen und das tut natürlich nicht Not. Ja, soweit soll es gewesen sein zu Zissus, ja, also Zissus quadrangularis. Ich verlinke unten nochmal die Studie zu den trainierenden Männern. Wie gesagt, hilft auch bei irgendwelchen Knochenbrüchen, bei Knochenschwäche, also so Osteoporose und so weiter. Aber da, wenn ihr da tatsächlich nochmal irgendwie belastet seid oder was auch immer, ich denke, der Großteil der Leute, die dieses Video schauen, haben unter Umständen Gelenkprobleme. Wenn ihr irgendwelche anderen Sachen habt, so, dann müsst ihr nochmal nachschlagen. Aber Hinweis wäre, in dem Fall Zissus vielleicht einfach nur mal auf den Schirm kriegen. Dieses Wort benutzen, dieses Wort bei Google reinhämmern, vielleicht seine Krankheit wie Knochenschwäche oder was weiß ich, Magen-Darm-Probleme oder Skorbut wird heute keiner mehr haben, aber ihr wisst, was ich meine, einfach mal da reinnageln und dann werdet ihr unter Umständen eine Dosierung dazu finden, möglicherweise eine Studie dazu finden und letzten Endes ist das Zeug nicht teuer und wenn es denn dann tatsächlich hilft, die Leiden zu beenden, ja, wenn man dann wieder ordentlich trainieren kann, denke ich, ja, muss man da nicht weiter drüber philosophieren. Ja, es ist auf jeden Fall gesünder, als irgendwelche Medikamente in sich reinzuschrauben. Es wird natürlich nicht so krass sein wie ein Off-Label-Use von dem HGH oder von dem Boldenon oder der Kombination von beidem. Aber ich denke, auch das wird nicht bei jedem ja, anzuraten sein. Ja? So, naja. Wie dem auch sei, das soll es gewesen sein zu Zissus, das Wunderpflänzchen, ja, die Kletterpflanze mit der heiligen Heiligkeit. Ja? Und wenn ihr denn Zissus drin habt und vorher nicht geschmeidig wart, dann werdet ihr wieder geschmeidig.